Z Winterthur werden die Departement im Stadtrat neu verteilt. Die technischen Betriebe, die seit dem Rücktritt von Matthias Gfeller Interim geführt werden, gehen aber nicht an neu gewählten Jörg Altweg. Nach 7 Jahren im Departement Schule und Sport hat sich der Stefan Fritschi für einen Wechsel entschieden. Die Chance, dass das Departement frei wird und man einen Wechsel machen kann, gibt sich nicht jedes Jahr. Das kann sein, dass das erst wieder in 10 Jahren oder in 5 Jahren wieder gibt. Wenn das Fenster aufgeht von einem Wechsel, dann muss man sich das schnell überlegen. Und das habe ich mir da, weil ich glaube, der nächste Wechsel wäre dann nicht so schnell wieder möglich. Damit ist für Jörg Altweg das Departement Schule und Sport frei geworden. Ich bin sehr zufrieden. Schule und Sport liegt mir auch sehr nahe. Auch wenn ich immer gesagt habe, technischer Betrieb und Bau wäre mein Wunschdepartement, aber Schule und Sport ist ebenbürtig dieser Wahl. Auch wenn Jörg Altweg nicht sein Wunschdepartement überkommt, freut er sich auf die neuen Aufgaben. Für Schule und Sport bringt er eigene Erfahrungen mit. Also bei der Schule ist es so, dass ich Erwachsenenbildner bin. Ich habe dort einen eidgenössischen Fachausweis, habe in Didaktik also durchaus ein gewisses Rüstzeug. Ich sage jetzt mal, um auf Augenhöhe zu diskutieren. Aber sonst geht es vor allem um die Menschen, die hier arbeiten. Und ich glaube, das ist relevant, dass man da miteinander möglichst schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, dass man gut miteinander arbeiten kann. Bei einem Departementswechsel gibt es laut Stefan Fritschi immer auch Projekte, die man selber nicht mehr abschliessen kann. Zwei davon hätte er gerne selber zu Ende gebracht. Die Neuausrichtung von der Mechatronikschule Winterthur, wo man zu einem Zentrum machen will, das kleiner wird, aber gezielter auf die neuen Herausforderungen von Industrie 4.0. Das ist die eine Baustelle, die ich gerne weitergeführt hätte. Und die andere, das andere Projekt, das sicher auch noch nicht fertig ist, ist das Kostenwachstum in der Sonderschulung. Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich der Jörg Altweg ab dem 1. Juli. Dann übernehmen er und der Stefan Fritschi ihre neuen Departemente.